Liebe Genossinnen und Genossen, wir werden die Wahlen gewinnen, weil wir nah bei den konkreten Problemen sein wollen und sind. Wir versprechen keine Wunder. Wir locken auch nicht mit unhaltbaren Versprechen. Wir fordern die Menschen auch auf, für sich selber Verantwortung zu übernehmen und ihre Erwartungen an den Staat und an die Politik nicht zu überfrachten. Aber wir werden all jene unterstützen, die sich einmischen, die ziviles und unternehmerisches Engagement entwickeln und die sich ehrenamtlich für andere Menschen einsetzen und um diese Menschen kümmern. Für die Menschen wollen wir da sein. Sagen, was man denkt, denkt, was man tut und sein, was man tut. Placebos und falsche Versprechen sind in der Politik sehr gefährlich und sie kosten die von mir schon angesprochene wichtigste Kategorie in der Politik, Vertrauen. Placebos wirken nicht. Man gaukelt den Menschen Verbesserungen vor, wo keine sind, bis die Menschen merken, dass sich rein gar nichts geändert hat, dass es schleichend vielleicht sogar schlechter geworden ist oder dass sie 4 Jahre lang einer Bundesregierung die Stimme gegeben haben, die nur so tut, als ob, und das könnte unsere Chance sein nach den 4 Jahren. Schauen wir uns die Wirklichkeit noch mal an. Fast 7 Millionen Menschen arbeiten für einen Stundenlohn von weniger als 8,50 Euro. 1,3 Millionen arbeiten sogar für weniger als 5 Euro die Stunde. 900.000 Leiharbeiter arbeiten für weniger als 40% Lohn als ihre gleichqualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Fast jeder zweite Arbeitsvertrag ist inzwischen befristet. Was tut die Bundesregierung? Nichts. Sie lässt Ausgrenzung und Diskriminierung tatenlos geschehen. Wir dagegen setzen auf einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro, auf das gleiche Geld für Frauen und Männer, für eine Reform von Minijobs, damit sie nicht in reguläre Arbeit hineindrängen und die kaputt machen. Und das Ende auch des Missbrauchs von Berufseinsteigern durch Praktika steht auf unseren Fahnen. Schauen wir uns das Thema Pflege an. Ein großes Zukunftsthema, das nach Lage der Dinge uns alle betreffen wird und längst betroffen hat, bezogen auf unsere Väter und Mütter. Die Realität ist in der Tat herzzerreißend. Viel zu viele Pflegebedürftige fühlen sich abgeschoben, würden aber gerne in ihren vertrauten häuslichen Verhältnissen, solange es irgend bleibt, selbstbestimmt leben wollen. Ich kenne das bezogen auf meine eigene Mutter. Ihre Familien wissen teilweise nicht, wie sie die Pflege ihrer Eltern finanzieren sollen. Und auf die wachsende Zahl von Demenzkranken haben wir bisher auch keine richtige Antwort. Wir haben zu wenig Pflegekräfte und diejenigen, die wir haben, die sich unsere Eltern annehmen, arbeiten unterbezahlt am Rande ihrer Kräfte. Das ist die Lage, mit der wir es zu tun haben. Natürlich gibt es keine einfachen Lösungen. Es gibt auch keine einfachen Lösungen, weil es riesige Anstrengungen erfordert, mit dieser Lage fertig zu werden und weil es viel Geld kostet, zugegebenermaßen. Aber dann dürfen wir Sozialdemokraten uns nicht zuerst fragen, können wir uns das leisten, sondern wir müssen zuerst fragen, muss das denn so sein in einer lebenswerten Gesellschaft? Und wenn wir Nein sagen, müssen wir daraus die Konsequenzen ziehen. Und das bedeutet dann gegebenenfalls auch etwas Unpopuläres zu vertreten. Und deshalb sagen wir, ja, wir erhöhen den Pflegebeitrag. Nicht wie die Bundesregierung um 0,1%, wie sie das in ihrer Realitätsverweigerung getan hat, sondern wir sagen, wir müssen den Pflegebeitrag wohl um 0,5% erhöhen, denn jeder Cent, der in die Pflege geht und gesteckt wird, der kommt unmittelbar den Menschen zu tun und vielleicht eines Tages sogar im Alter uns selber. Schauen wir uns das Thema Gesundheit an. Die Realität ist in der Tat, das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt. Und doch ist es kein Grund, sich darauf auszuruhen. Denn zur Realität gehört auch ein anachronistisches Zweiklassen- und einige sagen mir inzwischen Dreiklassensystem durch die sogenannten IGEL-Leistungen. Lasst euch das mal erklären mit den IGEL-Leistungen.
Es läuft darauf hinaus, dass Kassenpatienten für eine zusätzliche Leistung Cash auf den Tisch legen müssen, wenn sie eine zusätzliche Untersuchung oder Leistung in Anspruch nehmen. Wir Sozialdemokraten werden aber keine Zweiklassenbehandlung mehr zulassen wollen. Lutz Rebel aus Eckerode wird sich deshalb freuen, der uns im Bürgerdialog Folgendes wissen ließ. Bürgerversicherung für alle und der Beteiligung aller. Dies muss viel lauter und deutlicher gefordert werden, schreibt er. Oder hat man da oben Schiss, er meint also uns hier, hat man da oben Schiss, dies am Ende tatsächlich umsetzen zu wollen? Sei versichert, lieber Lutz Rebel aus Eckerode, den Schiss haben wir nicht. Ich will aus Zeitgründen auf die Rente nicht so stark mehr eingehen, sondern schlicht und einfach bestätigen, dass die SPD die einzige politische Kraft ist in Deutschland, die ein schlüssiges Rentenkonzept vorgelegt hat. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei Sigmar Gabriel, dass er diesen schwierigen Prozess zu einem überzeugenden Abschluss gebracht hat. Wir sagen, je erfolgreicher wir in der Bekämpfung der Erwerbsarmut sind, durch flächendeckende Mindestlöhne, durch eine Eingrenzung der Minijobs, durch die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, umso eher und so besser tragen wir dazu bei, dass Altersarmut gar nicht erst entsteht, weil wir es vorher nicht mit einer Erwerbsarmut zu tun haben. Das ist unsere Logik, die sich vollständig unterscheidet von Frau von der Leyen. Der Fortschritt einer Gesellschaft, liebe Genossinnen und Genossen, bemisst sich maßgeblich daran, wie Frauen und Männer miteinander leben und arbeiten in einer solchen Gesellschaft. Die Gerechtigkeitsfrage ist vor allem auch eine Frage der Gleichberechtigung und der Gleichstellung von Frauen und Männern. Erst wenn Frauen ein größeres Selbstbestimmungsrecht darüber gewinnen, eine eigene Berufsbiografie zu schreiben, mit den gleichen Aufstiegsmöglichkeiten wie Männern, sind wir eine moderne und gleichberechtigte Gesellschaft. Familie und Beruf miteinander zu verbinden, bedeutet aber nach wie vor, das ist die Realität, dass die meisten Frauen immer noch auf eine Teilzeitbeschäftigung zurückgeworfen werden, obwohl viele beruflich durchstarten wollen und eine eigene Karriere schreiben wollen. Nur wenige Frauen in Deutschland machen in Deutschland eine Karriere ohne einen Vollzeitjob. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau der Kinderbetreuung ist ein wichtiger, aber er ist ein halber Schritt. Der ganze Schritt in eine gleichberechtigte Gesellschaft, in eine moderne Gesellschaft wird nur gelingen, wenn wir für beide Geschlechter buchstabieren, was Kind und Karriere bedeuten. Nicht nur deshalb. Ist dieses Betreuungsgeld Gift, über das schon viel gesagt worden ist. Sondern es ist insbesondere auch Gift, weil es Deutschland ungerechter machen wird und in einem völlig überholten Gesellschaftsbild einsperren wird. Deshalb ist dieses Betreuungsgeld so falsch. Dieses Frauen- und Familienbild, das diese CDU-CSU hat, das stammt eben aus dem Maggi-Koch-Studio der 50er Jahre. Aber da sind wir alle nicht mehr gemeinsam. Zur Beantwortung der beiden großen Lebensfragen. Es gibt zwei große Lebensfragen, vor die wir alle schon gestellt worden sind oder eines Tages gestellt werden. Die erste große Lebensfrage ist, was willst du beruflich mal machen? Die zweite Frage ist, mit wem willst du leben und willst du Kinder? Das sind die beiden großen, entscheidenden Lebensfragen. Und wir müssen zur Beantwortung dieser beiden großen Lebensfragen als Sozialdemokraten Antworten entwickeln, die weder Frauen noch Männer in eine Art Entweder-Oder einsperrt, sondern ihnen Optionen, ihnen Wahlmöglichkeiten eröffnet. Wir haben eben nur dieses eine Leben und in dem muss es möglich sein, die beiden Lebensfragen auch übereinander zu bringen.
Junge Berufstätige wünschen sich zunehmend ein ausbalancierteres Verhältnis zwischen Familie und Beruf in den Turbojahren 25 bis 40. Aber anschließend nach 40, nach diesen Turbojahren, sind viele wieder so motiviert, um zu sagen, da will ich noch mal anpacken beruflich, Vollzeit, Karriere machen, noch mal nach vorne kommen, vor dem Hintergrund dessen, dass sich meine Lebensverhältnisse auch etwas geändert haben. Darauf müssen wir Antworten finden, flexiblere Antworten finden. Eine Antwort, auf die Andrea Nahles mich gebracht hat, das ist diejenige, ob wir als Sozialdemokraten nicht auch politisch und öffentlich fördern sollten, dass es in diesen Turbojahren zwischen 25 und 40 für Frauen und Männer sehr viel stärker die Möglichkeit einer 30-Stunden-Woche gibt, die ihnen ein balancierteres Verhältnis gibt zwischen Beruf und Familie. So, um nicht nur Beruf und Familie, sondern auch Kind und Karriere in Übereinstimmung zu bringen, ja, brauchen wir eine Frauenquote, worüber ich vor 6 oder 7 Jahren auch noch anders gedacht habe. Aber inzwischen wird es notwendig sein. Naja, meine beiden Töchter waren nicht so sehr davon überzeugt. So, nun weiß ich allerdings mit euch, dass man einen so scharfen oder so weitreichenden gesellschaftlichen Wandel auch nicht per Gesetz einfach beschließen kann und durch einen Knopfdruck gesellschaftlich auch nicht Mentalitäten verändern kann. Aber man kann einen solchen Prozess politisch gestalten und durch die Gestaltung der öffentlichen Debatte beeinflussen. Und man kann Rahmen setzen. Deshalb wird in meiner Kanzleramtszeit eine Staatsministerin für Gleichstellung und Frauen im Kanzleramt zuständig sein. Als Student, liebe Genossinnen und Genossen, also im letzten Jahrtausend. Als Student habe ich in Kiel zuerst in einem Ständenwohnheim gewohnt, aber dann habe ich mit 7 anderen Kommilitonen und Kommilitonen eine Wohngemeinschaft gegründet. Wir haben eine Altbauwohnung gemietet, 250 Quadratmeter, herrlich nahegelegen an der Uni. Wir hatten zwar wenig Geld, aber weil wir die Miete durch 8 teilen konnten, war das einigermaßen erschwinglich und hat auch gut gereicht für das Studium und, wie ich fand, ein keineswegs langweiliges Studentenleben. Das gelang. Im Vergleich zur heutigen Studentengeneration habe ich den Eindruck, dass ich in einem Eldorado gelebt habe. Denn heute gehen Menschen wieder auf die Straße, weil es an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Wir leben gerade, wie auch jedenfalls in manchen Städten, in manchen Stadtvierteln, auch in Berlin, eine Art Immobilienblase entsteht mit Verdrängungseffekten, die durchaus sozialen Sprengstoff haben, in deren Folge die Mieten in vielen weiteren benachbarten Stadtvierteln hochgehen, unerschwinglich werden für viele Menschen und diejenigen mit einem geringen Einkommen, die in Ausbildung sind, die studieren, die Familien gründen wollen, die allenfalls mittlere Einkommen haben, inzwischen teilweise 30, 35, 40% ihres verfügbaren Einkommens für Mieten ausgeben müssen. Das ist die Lage. Mir ist dieses Problem schlagartig bewusst geworden, als ich vor 2 Jahren in eine Demonstration in Hamburg kam, mit dem Taxi nicht weiterkam, ausstieg, auf Demonstranten zugegangen bin, die alle aus der Generation meiner Kinder kamen, und sie fragte, wofür oder wogegen demonstriert ihr denn hier? Und daraufhin sagten die, um bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende, für Studenten, für Familiengründer. Und weil es so viel freistehende Gewerbeflächen gibt und weil wir zu häufig die Erfahrung gemacht haben, in einer Schlange von 100 Menschen vor einer zu vermietenden Wohnung frustriert zu stehen, weil wir doch nicht drangekommen sind. Olaf hat inzwischen in Hamburg darauf Antworten entwickelt und auf dieses Problem reagiert. Wir haben andererseits einige aus meinem Bekanntenkreis erzählt, dass Mietern von Wohnungsbaugesellschaften bei dringenden Reparaturen inzwischen vor den Latz geknallt wird. Sie sollten diese Reparaturen doch gefälligst bezahlen, selber. Und wenn sie es nicht täten, können sie ja ausziehen. Und eine andere Nachricht, von der ich vorher keine Ahnung hatte, lautete, dass es inzwischen Tausende von Rentnern gibt, die auf Dauer in Schrebergartenkolonien und auf Campingplätzen wohnen, weil sie sich bezahlbaren Wohnraum nicht mehr leisten können.
Als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland möchte ich einen nationalen Aktionsplan für Wohn- und Stadtentwicklung in Gang bringen. Das Programm Soziale Stadt muss zu einem Leitprogramm werden im Rahmen eines solchen Aktionsplanes. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus ist zwar nach der Föderalismus-Einigung in die Zuständigkeit der Länder geraten, aber das schließt ja nicht aus, dass sich Bund, Länder und Kommunen zusammensetzen, wie denn neue Förderungsprogramme entwickelt werden können. Übrigens auch unter Einbeziehung des Genossenschaftswesens, was uns behilflich sein könnte dabei. Und statt der KfW, der Förderanstalt der KfW, 1 Milliarde wegzunehmen, sollten wir der KfW vielleicht mehr die Möglichkeit geben, auch weiter zu investieren in Förderprogramme bis hin ins altersgerechte Bauen, statt ihn in den Zaster unterm Hintern wegzuziehen. Und wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir Mieter besser schützen. Sie dürfen eben aus sanierten Wohnungen nicht vertrieben werden. Die Preisspirale bei Neuvermietungen führt dazu, dass bis zu 30% mehr Mieten gezahlt werden müssen, als die langjährigen Bewohner zu zahlen haben. Und auf Dauer ist wohl auch nicht einzusehen, warum denn Makler nicht nur von denjenigen bezahlt werden sollen, die sie bestellen. Das sind auch so Maßnahmen. Das erinnert mich daran, lieber Stefan Weil, dass es hier 1973 mal einen Parteitag in Hannover gegeben hat, der den gesamten Berufsstand der Makler abschaffen wollte. Peter Schulz weiß, wovon ich rede. Deshalb sage ich als Signal von Hannover im Jahre 2012, so weit wollen wir gar nicht gehen. Aber dass wir hier etwas ändern müssen, steht wohl auf der Tagesordnung. Zu steigenden Mieten kommen steigende Heiz- und Stromkosten, womit ich bei der Energiewende bin. Als diese Koalition im Juni 2011 in einer unnachahmlichen Volte, bella figura, den Ausstieg aus dem Ausstieg vom Ausstieg der Kernenergie erklärte, da habe ich mich daran erinnert, dass ich im Jahre 1985 Mitarbeiter von Volker Hauff gewesen bin, der den Atomausstiegsbeschluss auf dem Nürnberger Parteitag 1985 formulierte. Das ist so lange her und die Lernkurve der CDU ist so flach gewesen. Aber wie ich schon versucht habe anzudeuten, die Energiewende ist eine Jahrhundertaufgabe, sowohl bezogen auf die Herausforderung, aber wie ich finde auch bezogen auf die Chancen. Man wird allerdings den Verdacht nicht los, dass diese Bundesregierung diesen Beschluss nur gefasst hat, um dieses Thema der SPD und den Grünen wegzunehmen und den Eindruck zu vermitteln, als ob das immer schon ihre Position gewesen ist. War es aber nicht. Und das merkt man ihnen auch an. Man merkt ihnen an, dass das eher eine Art parteipolitisch gefärbter Bocksprung gewesen sei, als eine Art Man-to-the-Moon-Vision à la Kennedy. Das ist es aber. Das ist diese Jahrhundertaufgabe. Die kommt dem gleich einer solchen Vision, wie sie damals der amerikanische Präsident entwickelt hat. Was ist seitdem passiert? Seit 2011. Statt eines effizienten Managements dieser Jahrhundertaufgabe, Reformfreude und einer sehr offensiven Gestaltung dieses Projektes, erleben wir Frustration, Desorganisation, mangelnde Koordination, insbesondere mit den Ländern, inzwischen fast Angst vor Stromausfällen und gestiegene Energiepreise. Das ist das Ergebnis, wie bisher diese Energiewende gemanagt worden ist. Ich werde als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland die Energiewende zu einer persönlichen Angelegenheit machen. Und dazu gehört erstens...
Dazu gehört erstens, die Energiezuständigkeiten des Bundes müssen alle gebündelt werden in einem Ministerium, sodass das Tür-zu-Tür-Laufen endlich aufhört. Zweitens braucht die Energiewende einen sehr starken institutionellen Rahmen unter Einbeziehung von Ländern, von Bund und derjenigen, die beteiligt zu beteiligen sind. Und drittens muss das Thema Energieeffizienz, das in der Vergangenheit in meinen Augen eher sträflich vernachlässigt worden ist, sehr viel stärker wieder auf die Tagesordnung gehoben werden. Und viertens gibt es in unseren Kommunen faszinierende Beispiele für eine erfolgreiche Energiewende, und wir sollten die Kommunen zusammenbringen, damit die einen von den anderen in dieser Beziehung lernen können. Die Welt schaut sehr genau und sehr neugierig darauf, ob Deutschland ein so riesiges Projekt wie eine Energiewende schaffen könnte. Und die Welt schafft, oder Europa, andere europäische Länder gucken da auf Deutschland, aber viele andere Länder gucken auch auf Europa insgesamt. Und darüber will ich noch einige Worte verlieren. Wir müssen Flagge zeigen und mit einer klaren proeuropäischen Haltung in diesen Bundestagswahl gehen. Nicht verzagt. Nicht fürchten die Ressentiments, die es gibt. Nicht fürchten auch die Haltung von einigen, wir wollen nicht für andere Länder zahlen. Deutschland ist nicht der Zahlmeister Europas. Uns bewegt, die SPD bewegt die Idee eines geeinten und friedlichen Europas seit unserem Heidelberger Parteitag 1925. Und es wäre deshalb beschämend, mit Europa im bevorstehenden Wahlkampf taktisch und kleinmütig umzugehen, sondern das Gegenteil muss der Fall sein. Dieser Wahlkampf ist eine gute Gelegenheit, eine sehr gute Gelegenheit, den Ländern unseres Landes dieses wunderbare Gebilde Europa zu erklären und unsere Verantwortung zu unterstreichen, dieses Europa zusammenzuhalten. Dieses Europa ist mehr als ein Binnenmarkt. Es ist mehr als eine Währungsunion. Es ist mehr als ein gemeinsamer Markt. Es ist mehr als eine Clubveranstaltung von 27 Staats- und Regierungschefs. Dieses Europa ist eine Zivilisation. Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, kulturelle Vielfalt, die Achtung der Menschenwürde. Die Möglichkeiten, die wir alle zu Begegnungen haben, ein fantastisches Zivilisationsprojekt, ein Traum früher, langsam gewachsen, angestrebt endlich. Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt, hat Jacques Delors gesagt. Ja, dann dürfen wir doch Europa nicht auf ein solches Gebilde reduzieren, weil keiner sich mehr dahin verliebt. Dieses Europa ist in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts für viele ein Traum gewesen. Ein Traum übrigens, für den viele sich geopfert haben. Und es war ein Wunder. Es war ein Wunder, dass Deutschland trotz seiner Schuld aus der nationalsozialistischen Zeit, anders als 1918 nach dem Zweiten Weltkrieg, eingeladen worden ist, an dieser europäischen Integration teilzunehmen, weil kluge andere Staatsmänner dieses Deutschland eingeladen haben, den westlichen Teil eingeladen haben. Haben wir das vergessen? Diesem europäischen Einigungsprozess verdanken wir eine historisch beispielhafte Phase von Wohlstand und von Frieden, der gutnachbarschaftlichen Beziehungen. Meine Generation ist die erste seit langer Zeit, die nicht auf den Schlachtfeldern Europas verreckt ist. Das müssen wir unseren Kindern und unseren Kindeskindern eines Tages mal deutlich erzählen. Und dieser fantastische Wiederaufstieg Deutschlands aus diesen Trümmern von 1945 ist doch nur möglich gewesen in und mit Europa.
wo andere übrigens Solidarität uns gegenüber geleistet haben. Auf meinem Kurzzeitgedächtnis verloren. Und diese Einbettung in diesen europäischen Einigungsprozess, in eine europäische Völkergemeinschaft, der verdanken wir doch letztlich auch die deutsche Wiedervereinigung, oder nicht? So, und daraus ergibt sich eine Verantwortung. Wir handeln nicht nur in einem nationalen Interesse, sondern wir haben aus dieser Entwicklung, aus dieser geschichtlichen Perspektive eine europäische Gesamtverantwortung als Deutschland und insbesondere als deutsche Sozialdemokratie. Wir wollen ein Volk guter Nachbarn sein. Ein ganz entscheidender Satz von Willy Brandt. Das ist unsere Verpflichtung. Wir wollen ein Volk guter Nachbarn sein. Zurzeit sind wir das nicht. Zurzeit treten wir in den Augen vieler unserer Nachbarn ziemlich lehrmeisterhaft auf. Das tut kein guter Nachbar. Kein europäisches Nachbarland hat irgendein Vorbehalt gegen ein starkes Deutschland. Das ist nicht meine Erfahrung. Im Gegenteil, viele haben sehr viel übrig für ein starkes Deutschland, das eine Lokomotivfunktion übernimmt. Aber viele haben etwas gegen ein starkes Deutschland, das mit seiner wirtschaftlichen Macht und mit seinem politischen Gewicht Beschlüsse herbeiführt, mit denen andere und schwächere Länder nicht leben können. Und das ist im Augenblick der Zustand. Das schadet Europa, das spaltet Europa. Frau Merkel, und das ist mein Hauptvorwurf, hat Deutschland in Europa in eine Isolierung moderiert. Und das merkt man. Ich hatte die Gelegenheit, die letzten 4 Wochen mit Regierungschefs, Regierungsmitgliedern, Oppositionspolitikern zu sprechen aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien, aus Portugal, aus Irland, aus den Niederlanden, aus Kroatien und aus Serbien. Und alle bestätigen mir, dass Deutschland der Maxime, ein Land der guten Nachbarn zu sein und sein Gewicht so dosiert einzusetzen, wie Helmut Schmidt und Gerd Schröder das gemacht haben, nicht gerecht wird im Augenblick. Das sind doch Alarmsignale. Europa braucht Vertrauen und Einigkeit. Vertrauen erwächst aus Überzeugung und aus Begründung, aus Konsistenz und Erkennbarkeit und Verlässlichkeit. Und exakt das fehlt im Augenblick in der innenpolitischen Debatte und auf dem Brüsseler Parkett. Die Integration Europas ist gar nicht mal nur die Antwort auf das 20. Jahrhundert, sondern wie ihr alle wisst, auf die Verschiebung in der Welt im 21. Jahrhundert. Die globalen Koordinaten verschieben sich. Und machen wir uns nichts vor, die zukünftige Rolle und das zukünftige Gewicht von Europa vor dem Hintergrund dieser veränderten Koordinaten in der Welt ist noch nicht geklärt. Aber wir hätten für andere Länder etwas zu bieten als Europäer. Europa hat der Welt gezeigt, wie Feindschaft und Missgunst überwunden werden können. Wir Europäer haben gelernt, wie anstelle von Kriegen und von Bürgerkriegen geordnete Konfliktlösungen und ein fairer Interessenausgleich stattfinden könnte. Das könnten wir der Welt bieten. Schon in der Schule, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir gelernt, dass ein guter Aufsatz und eine ordentliche Rede in 3 Teile gegliedert werden muss. In eine kurze Einleitung, in einen tragenden Hauptteil und in einen fulminanten Schluss. Ich komme nunmehr zum Hauptteil.
Herbert Schmalstieg hat mir gestern erzählt, der Rekordhalter eines Oberbürgermeisters in Deutschland mit fast 35 Jahren Amtszeit. Er hat mir ernsthaft versucht, gestern Abend zu erzählen, dass August Bebel 1899 eine, haltet euch fest, 8-stündige Rede gehalten hat. Ja, ich meine, wo liegt das Problem dann heute? Also ich lasse jetzt weg, was ihr ohnehin schon von mir wisst, über weitere Energiepolitik, über Wirtschaftspolitik, über Finanzpolitik, über Industriepolitik müsste man viel lohnen und dass ich gerne die Banken regulieren möchte und ein Befürworter des Trennbankensystems bin, das wisst ihr ja auch schon. Es gibt weitere Themen, die der Rede wert sind, aber es wird viele Gelegenheiten geben, darüber mehr und weiter zu reden, insbesondere über Integrationspolitik. Deshalb überspringe ich jetzt den Hauptteil. Es gibt zwei Briefe, um zum Schluss ein bisschen etwas über mich selber zu erzählen, Genossinnen und Genossen. Es gibt zwei Briefe, die mir bis heute Richtschnur sind und die mich sehr gefangen genommen haben. Der eine wurde im März 1945 geschrieben und der andere im Sommer 1948. Beide Briefe stammen von meinen beiden Großvätern. Der erste Brief stammt von meinem Großvater väterlicherseits, kurz bevor er von Nazischergen in der Nähe von Stettin umgebracht wurde, weil er sich Befehlen widersetzte, eine Volkssturmeinheit gegen russische Panzer zu führen. Wir haben nie rausgekriegt, wo er begraben ist. Es war ein Abschiedsbrief. Und der zweite Brief wurde von meinem Großvater mütterlicherseits geschrieben, der sich 3 Jahre nach dem Krieg mit der Hitlerzeit auseinandersetzte und sich sehr hellsichtig mit der Zukunft Deutschlands nach 2 Weltkriegen, an denen er teilgenommen hatte, auseinandergesetzt hat. Aus beiden Briefen sprach eine Haltung, die deutlich machten, dass wir für unser Tun, aber eben auch für unsere Unterlassungen Verantwortung tragen, die niemals nur uns selber, sondern immer auch andere betreffen. Die drückten das in diesen beiden Briefen ganz anders aus, aber im Kern ging es darum, dass wir gesellschaftliche Wesen sind. Verankert in einer Gemeinschaft und verantwortlich dafür, was in unserer Gesellschaft passiert oder eben auch nicht passiert und daher schief zu laufen droht oder möglicherweise in Katastrophen endet. Wenn man so will, haben mich diese beiden Briefe das erste Mal der Politik nahegebracht. Als ich nach einer katastrophalen Schulkarriere, die mich mit einiger Verzögerung erst in die Oberstufe brachte, dort eine Lehrerin traf, war dies ebenfalls sehr beeindruckend. Es war eine Geschichts- und Englischlehrerin und es war Mitte der 60er Jahre. Die war nicht nur klug, sondern sie konnte es auch vermitteln. Sie setzte sich für Bildung und selbstbewusste Staatsbürger ein und zwar völlig egal, aus welchem Elternhaus die kamen. Sie sagte, ohne Bildung keine Ideen und ohne Ideen kein Fortschritt. Das war ihr Credo. Und sie war eine sehr selbstbewusste Frau. In einer gemischten Klasse von Schülerinnen und Schülern, wie ich sagte, Mitte der 60er Jahre, und die dieses Selbstbewusstsein als Frau auch übertrug, insbesondere auf meine Mitschülerinnen. Das war nicht immer ganz einfach für mich. In der Zeit leitete ich eine Schülerzeitung, die sich politisch verstand. Das war die Entwicklung vor 1968. Das traf bei einigen Lehrern auf einen deutlichen Unmut. Sie war es, diese Lehrerin, zusammen mit einem Kollegen, die mein politisches Interesse förderten und gegen den Widerstand des gesamten restlichen Kollegiums auf einer Abiturfeier, auf der ich übrigens meine erste öffentliche Rede gehalten habe. Da gibt es nichts zu lachen, die war gut. Da fällt mir ein, Heidi, den Text gibt es sogar noch. Ja, aber ich werde ihn nicht bekannt geben. Also die, entgegen dem Willen dieses Kollegiums, das ärgerlich mir gegenüberstand, mir einen Buchpreis überreichte, der mich daran bestärken sollte, mich weiter einzumischen. Was mich in der Tat bestärkt hat. Monate später war ich auf der Stube einer Bundeswehreinheit in Oldenburg. Der einzige Abiturient. Und traf das erste Mal mit der gesamten Bandbreite sozialer Herkünfte zusammen. Das war nicht so dumm
für jemanden wie mich, der vorher nicht in der Bandbreite mit sozialen Herkünften zusammenkam. Auch deshalb bin ich ein Anhänger des Grundwehrdienstes oder beziehungsweise der Jetzt habe ich einen Aussetzer. Wie nennt man das? Der Wehrpflicht. Danke. Der Wehrpflicht. Aber das ist ein anderes Thema. Der verlässlichste Kumpel übrigens, in der Zeit werde ich mich immer daran erinnern, ist ein Hamburger Mauergeselle gewesen, den ich seit 1969 nie wieder gesehen habe. Aber dessen Name, nicht nur dessen Name, sondern dessen Charakterstärke mir bis heute sehr bewusst ist. Das war auch der Zeitpunkt, 1969, wo ich in die SPD eintrat. Übrigens in Oldenburg, in Oldenburg. Nicht so weit von Osnabrück weg, dazwischen ist noch Quakenbrück, wie ich weiß, ich kenne da alles, ja. So, die Gründe waren, dass die SPD mir nie auf der falschen historischen Seite gestanden hat, sondern immer für die Rechte und für die Würde des Einzelnen eingetreten ist. Und mir ging die konservativ-bürgerliche Selbstgewissheit auf den Senkel, wer in dieser Gesellschaft etwas gilt und in der Selbstgerechtigkeit dieser konservativ-bürgerlichen darüber immer bestimmte, wer denn in ihrem Urteil nach Herkunft und Können Bestand hat und wer nicht. Die bildeten sich immer ein, dies beurteilen zu können. Und diese Art des Umganges in einer Gesellschaft geht mir maßgeblich gegen den Zeiger. Dazu gehört es dann auch, dass die Diffamierung von Willy Brandt als Exilant und als unehelich Geborener in diese Rille dieses bürgerlichen Bewusstseins hineinfiel. Natürlich spielte das Charisma von Willy Brandt eine erhebliche Rolle, wie nicht weniger die überzeugende Position der SPD mit Blick auf die Teilung Deutschlands und Europas. Egon Bahr wurde mir das erste Mal ein Begriff in dieser Zeit. Und die Lebenslügen der sehr chauvinistischen Kräfte in der CDU-CSU waren mir ein absolutes Gräuel. 1971 habe ich unter keiner Wahlniederlage, und ich will vorsichtiger sagen, unter fast keiner Wahlniederlage mehr wieder so gelitten wie derjenige von Jochen Steffen gegen Stoltenberg. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob Eckhard Kuhlwein im Saal ist. Das hätte er mir nie zugetraut, dass diese Wahlniederlage von Jochen Steffen 1971 mich in eine tiefe Depression in Kiel gejagt hat. 1972 war der Triumphpunkt, nie zu vergessen. Aber irgendwann merkte ich auch, dass es in der Politik nicht nur auf das Gut Gemeinte ankommt, sondern auf das Gut Gemachte. Auf das Gut Gemachte in einer sittlichen Überzeugung. Und das ist der Grund, warum Helmut Schmidt eines meiner großen Vorbilder wurde, der in schwierigen Zeiten nach der Ölpreiskrise und im Herbst des deutschen Terrorismus diese Politik aus einer sittlichen Überzeugung in Deutschland betrieben hat. Applaus 1977 wurde ich persönlicher Referent von Hatz Matthöfer im Bundesministerium für Forschung und Technologie und lernte einen Mann von einer außergewöhnlichen Integrität kennen, mit einer sehr starken sozialdemokratischen Kompassweisung, sehr stark verankert in der Gewerkschaftsbewegung. Ein fantastischer Mann, in dem ich bis zu seinem Tod im September 2009 sehr viel zu verdanken habe. Ich bin zutiefst überzeugt aus dieser Entwicklung, liebe Genossinnen und Genossen, dass das Schicksal des Einzelnen und unserer Gesellschaft nicht fremdbestimmt ist. Du kannst es selber in die Hand nehmen. Sozialdemokraten helfen dir, deine Chance zu ergreifen. Das ist gelebte Solidarität in der Gesellschaft, im Erwerbsleben und in der Bildung und Ausbildung. Dieses Versprechen, persönliche Freiheit einzulösen und den Menschen die Chance zu geben, nach ihrem Glück zu streben, das ist mein Ziel, das ist unser gemeinsames Ziel. Freiheit ist aber nicht grenzenlos. Freiheit ist nicht grenzenlos. Sie ändert dort, wo sie die Freiheit anderer einschränkt. Sie erfordert deshalb zwischenmenschliche Loyalität,
Sie verlangt Respekt. Übrigens im wirklichen Leben genauso wie im World Wide Web. Freiheit ist eine soziale Aufgabe. Sie entsteht nur dort, wo nicht Egomanie und Rücksichtslosigkeit herrscht, sondern Gemeinsinn und Gemeinwohl. Helmut Schmidt spricht von der Salus Publica. Und das gilt auch für die Freiheit der Märkte. Wir sind Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Wir sind Verfechter eines gebändigten Kapitalismus, der sich aber von dem Raubtierkapitalismus unterscheidet, wie ihn Helmut Schmidt bereits Ende der 90er Jahre beschrieben hat. In dieser Überzeugung stehe ich heute vor euch, um der Kandidat unserer stolzen Partei für die nächste Bundestagswahl zu werden. Ich kann und will euch versprechen, ich will mit eurer Hilfe und den Stimmen der Wählerinnen und Wähler Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Ich will eine rot-grüne Mehrheit für dieses Land. Ich stehe für eine große Koalition nicht zur Verfügung. Ich will, dass Deutschland wieder ein neues soziales Gleichgewicht findet. Ich will Veränderung statt Stillstand und Entpolitisierung. Dafür werde ich mich einsetzen, dafür trete ich an. Liebe Genossinnen und Genossen, unser Weg nach Hannover war kein Spaziergang. Er war steinig, mühsam und auch mit Zumutungen gepflastert. Meine Vertragshonorare waren Wackersteine, die ich in meinem Gepäck habe und leider auch euch auf die Schultern gelegt habe. Ich danke euch, dass ihr mit mir diese Last getragen und ertragen habt. Ich habe nicht nur Kritik, das auch, aber viel Solidarität erfahren, nicht nur aus euren Reihen, aber vor allen Dingen aus euren Reihen. Und zwar mehr, als ich glaubte, erwarten zu dürfen. Das hat mich berührt, das werde ich nicht vergessen. Ich werde auch nicht vergessen, wie du, lieber Andrea, mich im Willy-Brandt-Haus aufgenommen hast. Deine Unterstützung ist mir sehr wichtig. Es gibt sogar in der Politik das beglückende Gefühl, dass manchmal Menschen zueinander finden, denen andere das nie zugetraut hätten. Die SPD war und ist eine Wir-Partei. Uns geht es um das Miteinander. Denn wir wollen, dass diese Gesellschaft wieder Maß, Mitte und eine gemeinsame Richtung findet. Wir machen unsere Politik mit Maß und Ziel und in einer Richtung. Unser Maß ist die Balance zwischen ökonomischer Kraft und der Würde des Menschen. Unser Ziel ist eine gerechtere, von Gemeinsinn und Gemeinwohl geprägte Gesellschaft.
uns unsere Richtung weist in eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft. Stehen wir zu unseren Traditionen, aber bewegen wir uns auf der Höhe der Zeit. Vertrauen wir uns selbst, vertrauen wir uns selbst, dann werden andere uns auch vertrauen. Es ist Zeit für einen Wechsel. Es ist Zeit für einen Wechsel. Zuerst hier in Niedersachsen. Glück auf, Stefan Weil, du wirst es packen und eine grandiose Vorlage liefern. Nach der dritten Hochrechnung am 20. Januar sieht die politische Landschaft in Deutschland anders aus. In Bayern kämpft Christian Ude darum, das große Irrlicht. Sag mal, Burkhard, was machst du denn bei den Niedersachsen? Du gehörst eigentlich da hinten hin. Also in Bayern kämpft Christian Ude darum, das große deutsche Irrlicht der Politik, nämlich Herrn Seehofer, aus dem Sattel zu werfen. Dann liegt es an allen uns gemeinsam, die derzeitige Bundesregierung abzulösen und in die Rehabilitation zu schicken. Und das bringt dann nicht nur Hessen, sondern das bringt auch Hessen mit Thorsten Schäfer-Gümbel nach vorn. Genossinnen und Genossen, es ist ein weiter Weg und wir werden über Steine gehen müssen. Aber auch die längste Reise, so sagt Lao Tse, beginnt mit dem ersten Schritt. Und den wollen wir heute gemeinsam tun. Das Signal von Hannover lautet: Wann wir schreiten Seite an Seite, dann werden wir es packen. Ich danke euch.
Lohn.